Hier ist Ronja und wir spielen heute weiter Man of Medan. Das ist das Horrorspiel, was ich angefangen habe. Davon gibt es schon Teil 1 und 2. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier oben die Playlist. Dann guckt unbedingt erst die, damit ihr wisst, was storytechnisch so abgeht. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Okay, unser aktueller Stand ist, dass wir jetzt tauchen gehen, okay? Dadurch, dass wir jetzt die Geisterschiff-Geschichte kennen, ist meine geheime Vermutung, ja, dass wir zum Geisterschiff tauchen, wenn das ein unregistriertes Wrack ist. Aber wir wissen es nicht. Hier, wir sind im Wasser. Adler, alles gut? Mehr oder weniger? Ja. Okay, hier ist ein Hai. Aber Haie sind friedlich. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Und ich habe einen Stick gegen Haie. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Oh, das ging echt schnell, dass wir jetzt da unten angekommen sind. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Okay. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ich bereue langsam, dass ich die Entscheidung genommen habe mit Ja, Brüderchen, ich bring dir was mit. Ich glaube, das war dumm. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Bier mit dem ersten Offizier? Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Nein, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Weil, falls wir in einer gefährlichen Situation sind, muss sie uns rausholen. Wie bezahlt man sowas? Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Nur zu. Tja, da geht's um jede Menge Lauferei zur Bank. Und Unterschriften für Dokumente mit jeder Menge Nullen drauf. Es ging um einen Kredit? Du bist klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte meine Familie in dein Geschäft investieren. Ich sag's anerkennt. Das ist ein sehr nettes Angebot. Ich schätze, darüber können wir reden. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Das ist sinnvoll. Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Okay. Sind wir noch so zu bieten? Wieso? Jetzt wird's ganz schön voll hier. Was ist das? Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Ist es ein Hai? Ist es ein, keine Ahnung, Monster? Was ist denn das? Okay, also. Wir teilen ihm mit, dass wir hier einen Hai gesehen haben. Alles senkrecht? Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop, Bob. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich weißt oder du? Lass es. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen unsympathisch so. Aber es ist immer wichtig, dass einer die Kontrolle behält. Ja klar, genieß deine Ferien. Aber klar. So, also. Wir haben uns das Ganze angeguckt. Warte, was ist hier? Was ist das denn hier? Ein Fernglas. Was können wir denn damit sehen? Sehen wir den entfernten Punkt in der Ferne? Ja, da hinten ist das. Ich kann euch zwar nicht sagen, was es ist, aber meiner Meinung nach ist da was. Ah nee, das sind einfach nur die dreckigen Punkte auf dem Fernglas. Okay, was ist, wenn ich ganz reinzoome? Sehen wir dann was? Ich kann es halt nicht bewegen. Ich habe jetzt nichts gesehen. Aber sie wirkt beunruhigt. Dann gucken wir uns nochmal die Fotos an von dem Ding. Ich glaube, es ist gut, wenn sie informiert ist. Das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Das hoffen wir alle.
Ich meine, sie kann ja nichts dafür. Sie fährt ja nur das Schiff, ja? Sie hat sich jetzt ja auch hier nicht auf eine Selbstmordmission begeben. So wie die anderen. Das heißt, wir gucken uns jetzt nochmal das Ding an. Schauen, ob wir irgendwas gegen den Punkt ausrichten können. Können wir scheinbar aber nicht unbedingt. Das heißt, wir gehen nochmal zu unserem Kumpel. Hi, Captain. Was macht die See? Kein Stress. Und der Himmel? Nicht so blau wie du. Oh. Treffer versenkt. Aha. Sie erzählt ihm gar nichts von dem Punkt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Was ist unten? Ist unten irgendwas? Kann ich mit dem Typen reden? Wenn der wollte... Oh, warte, hier ist ein Foto. Foto, Foto, Foto zeigt uns die Zukunft. Okay. Der Typ wird irgendwie auf das Geisterschiff gelockt. Ich hasse dieses Bild. Okay, ich weiß zwar nicht, inwiefern uns das jetzt helfen soll, Entscheidungen zu treffen, aber angeblich hilft uns das. Vielleicht fällt uns ja noch was auf. Oh, hier war ich noch gar nicht. Was ist denn hier so? Ich habe hier so eine Art Schlafkabine, oder? Was gibt's denn hier noch so? Kann man hier irgendwas machen? Okay, das ist einfach nur Parfum. Ein Buch. Wen stalkern wir denn da? Das sieht aus wie einen von den Jungs wegen dem Parfüm, aber ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal alles angucken, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, ja? Ich meine, wir sind hier gerade der Captain vom Schiff. Wir wollen ja nicht, dass hier Ärger gemacht wird. Wir gucken uns jetzt mal... Oh. Hier, in der Schublade. Schublade, Schublade. Da war eine Schublade. Da war eine Schublade, mit der wir irgendwas machen konnten. Was ist denn das? Hey, was ist denn das? Ich wollte es lesen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte es vielleicht lesen. Ja. Okay. Sehr geehrte Frau... Warte. Hey, Fliss. Da vorne, ein Boot. Das ist das, was wir gesehen haben. Safe. Was wollen Sie? Weiß ich nicht, was wollen Sie? Das ist nicht die Küstenwache. Ein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Ach so. Was machen wir jetzt? Ich würde... Ich würde erstmal besorgt sein, weil lieber sei zu vorsichtig. Still und sag nichts Dummes, okay? Guter Ansatz. Guter Ansatz. Was wollt ihr? Sag, wir haben Taucher im Wasser. Nicht so nah ran, Leute, wir haben Taucher im Wasser. Ich bin nicht sicher, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen mit den Tauchern im Wasser. Die kommen wieder. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Jetzt werd nicht frech! Mein Fehler. Jetzt werd nicht frech, die bringen dich um. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Hör auf! Okay, Jungs, ihr könnt... Der hat so ein Auge! Gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Hör doch auf mit dem Quatsch! Nein! Rip. Der ist tot. Der wird's nicht machen. Der wird sterben. Merkt euch meine Worte, der Typ macht's nicht mehr lang. Und deswegen haben wir gesagt, wir trinken kein Bier am Anfang. Okay. Ich glaube tatsächlich... Warte, was ist das? Okay, das ist die Hand von einer Leiche. Das ist, mein Guess, obwohl... So leichig sieht der... Oh doch, das ist sehr leichig. Sehr leichig. Da ist das Boot drüber. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Oh Gott, das ist so dumm. Tauch doch einfach wieder hoch. Geh doch einfach wieder hoch. Das war eine dumme Idee. Ah, Rückzug. Mayday, Mayday. Ich hoffe, man kann noch entscheiden. Okay, wir sind Julia. Da kommen wir durch. Oh Gott, auch noch durch die blöde kleine Mini-Luke. Bin dezent beunruhigt.
Oh nein. Hey, Vorsicht. Ich war nicht schnell genug beim A drücken. Jetzt werden wir sterben. Es ist ein Fakt. Ich habe mich gestoßen, jetzt kommen Haie. Das Blut, da waren Haie. Blut und Haie gleich. Haie kommen zum Blut. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße. Tauch wieder auf. Du Wahnsinnige. Unglaublich. Ein Traum wird wahr. Was ist das hier? Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Okay, das ist ein Bild. Okay, Julia und ihr Freund. Irgendwas ist mit denen. Das heißt, wenn ich in der Situation bin, passe ich auf. Ich sehe gar nichts. Da oben ist was. Das sind Luftblasen. Warum sind da Luftblasen? Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst, bist du tot. Ist vielleicht zu gefährlich. Tu es nicht. Da wäre ein Bild gewesen, wir hätten eine Vorahnung gekriegt, aber wir wären 100 Pro einfach gestorben. Das ist es ja nicht wert. Hier rechts ist was. Was ist das? Das sieht aus wie so eine, Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Dings. Patrone. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Okay. Ich bin dezent beunruhigt. Da links ist was? Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Wieso hängen da Rettungsboote? Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Das ist das Boot, was oben ist. Mal sehen, was es sonst noch gibt. Es ist das Boot, was oben gerade schwimmt. Das ist das Rettungsboot. Die Leute, die da drinnen sind, sind böse Leute. Das ist ein Fakt. Wir hätten dir nicht sagen sollen, dass wir hier unten sind. Mein Gott. Fass ihn doch nicht an! Ich meine, ich muss, aber... Er hält was fest? Ich meine, wir nehmen's. Jetzt sind wir so deep in, wir nehmen's jetzt. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke... Sie wussten um ihr Ende. Ja, ganz toll. Ganz toll. Können wir wieder raus, bitte? Danke. Was war das? Was war was? Nein, sehen wir nicht nach. Lass uns wieder gehen. Warum guckst du so? Lass uns gehen. Lass uns gehen. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Ich hätte mich fast vollgewickelt. Ist doch schön warm. Oh. Gott. Pilot und Co-Pilot. Ja, schön. Kein Zweifel. Flugzeug. Geh weg. Echt kein schönes Ende. Wieso denn Flugzeug, wenn da Rettungsboote sind? Wo ist denn das ein Flugzeug, wenn da Rettungsboote sind? Das ist doch Quatsch. Wie kommen wir denn hier raus? Ich will hier raus. Taktischer Rückzug. Können wir hier einfach wieder rausschwimmen nach oben? Danke. Ich will, wir haben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich mag die Perspektive überhaupt nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Das haben wir schon gesehen. Ich will hier raus. Typ, bitte folge mir. Wir gehen. Wir tauchen wieder nach oben. Das war's. Ende aus. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Ich sehe überhaupt nichts. Warte, was ist das da links? Haben wir uns das schon angeguckt? Achso, ja, ja, das war... Stimmt, das haben wir schon gesehen. Das war das Bild mit der Vorahnung. Wir gehen. Wir werden nicht hier unten sterben. Okay? Werden wir nicht. Wir gehen einfach wieder zurück. Mir gefällt das gar nicht. Wie können wir denn jetzt hier wieder raus? Kann mir das irgendjemand erklären? Wie kommen wir denn hier raus? Wo ist der Typ? Warum ist der Typ denn weg?
Jo, bleib mal bei mir. Warum gehst du einfach? Kamerad, wo bist du? Hallo? Hallo? Ich würde hier gerne rausgehen. Mir reicht's. Da war irgendein fieses Fischvieh. Über uns sind Leute, die uns töten wollen. Ich wär einfach dafür, dass wir uns verziehen. Der Typ sah nicht tot aus für mich, okay? Lass mal. Wir müssen hier raus. Ja, ach nee, was sage ich denn jetzt schon die ganze letzte Viertelstunde, mein Freund? Was ist? Geh weg! Hör doch auf, sei doch nicht dumm! Das ist ein grauer Riffhai. Kein Interesse an. Ja, das wissen wir. Das weißt du aber vorher nicht, als ob du das innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde erkannt hast, dass es ein grauer Riffhai ist. Denkste. Warte. Nee! Okay. Was? Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt. Ja, jetzt ist es gerade schlecht. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts, nur der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit sage? Nein, ich frag, was los ist. Was ist los? Wir haben genug Luft. Klar, aber ich mach mir Sorgen. Nur, vergiss es. Sei doch... sagen sollen. Komm schon, wir müssen jetzt echt nach oben. Okay. Okay. Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Das ist unser Boot, oder? Hey, wo kommt das andere Boot her? Okay, das ist gerade weggefahren. Ich find's gut, dass die weg sind. Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Hey, warte. Warum? Warte, die Dekompression. Die Dekompression. Stimmt, wir müssen die Dekompression machen. Sicher ist sicher. Ich weiß zwar nicht, was genau das ist. Aber es klingt sinnvoll. Alter, warum explodiert das dumme Schiff? Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Es geht nicht anders, wir müssen. Ich will nicht, dass wir sterben. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder los. Was hast du gemacht? Dem traue ich nicht. Guck. Gut, dass wir darauf geachtet haben, dass wir jetzt nicht in Schaden sind. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Ja. Was war mit dem anderen Boot? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekrasst. Keine Fischer. Wen juckt's? Ist doch egal. Ich mag dich nicht, Conrad. Was ihr gefunden habt. Ich mag dich nicht. Das Flugzeug, es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Wir gehen da nie wieder runter. Hier ist nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Nee. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Okay, müssen wir nicht gleich ausfallen werden. Junge Lady. Gott. Oh, mein Boy ist wieder da. Was geht ab? Haben wir Chaos ausgelöst? Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Ich auch. Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Warum tauchen wir dann? Was ist mit Conrad? Warum zur Hölle tauchen wir dann? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Ich mag den nicht. Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Charme. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden.
Gute Arbeit. Gute Arbeit! Wir haben niemanden umgebracht. Let's go! Es läuft aber auch bei uns. Hell yeah, keiner ist gestorben, nichts ist kaputt. Jetzt kommt wieder ein bisschen kaputt. Aber alles easy. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Ich habe weder die Muscheln gesehen, mehr so die Leichen. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Gute Idee. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Okay. Okay. Alex, du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Wir fragen ihn jetzt, was los war. Er hat irgendwas gesehen. Nichts ist. Alles gut. Nein, sag doch bitte. Du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia? Bist du glücklich? Ich meine, ja, schon. Ich denke schon. Du denkst? Oder weißt du es? Ist alles in Ordnung? Mit uns? Ach so, das ist so eine Beziehungskiste. Mach dir keine Sorgen. Eines der Dinge, die ich an dir liebe, ist deine große Leidenschaft. Aber, Alex, du musst unbedingt aufhören, so sensibel zu sein und dir über alles Sorgen zu machen. Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Wir müssen nur darüber reden. Ich denke, ich habe mir in letzter Zeit viele Sorgen gemacht. Um uns. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Alles ist gut. Nicht. Wir müssen nichts klären. Ich weiß nicht, was du hast. Alles ist toll. Okay. Ja. Stimmt. Ich suche dann jetzt Brad und Conrad. Wir wollen ja mit dem zusammenbleiben, ja? Wir wollen ja nicht, dass sie sich trennen. Hey, mein Bruder gesehen? Weil sonst oder macht Chris? Irgendjemand aus Frust irgendwas, nein, was er am Ende bereut. Abgelenkt. Oder ist übermütig oder so und dann stirbt er. Fakt. Also, wann passiert. Weiß schon. Irgendwas Magisches? Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Ich mag Conrad nicht. Nee. Sorry, aber nee. Okay. Meine Prediction ist, da kommt jetzt nochmal das Schiff. Oder irgendwas Vergleichbares. Ich bin beunruhigt, weil wir haben es Nacht und es ist dunkel. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Alles klar. Vielleicht finden wir raus, warum sehen das Flugzeug uns da war. Wo ist der denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Wo wir doch dabei sind. Was ist das hier? Nee, alles gut. Das ist eine Kamera. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Okay, das ist, sind wir vorher. Das ist das Wrack. Das ist innen im Wrack. Nicht mehr tauchen? Das ist innen im Wrack. Seenotrettung, Conrad Island. Das ist kein Flugzeug. Oder? Also vielleicht ist es ein Flugzeug, aber Seenotrettung, ne? Nein, warte, das ist das Flugzeug, was die bestimmt abholen wollte. Die Geisterschiff-Leute. Also ich meine, es ist... Hey, hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Ich bin immer noch beunruhigt vom Geisterschiff. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Ist das der Block, den wir gefunden haben, den wir quasi Komm dem Hai her, abgerissen haben? Ich denke. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute. Hört mal her. Okay. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Nein.
Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Okay, ja. Und das war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Okay, wir sagen, du hast recht. Sie wirkt sehr, sehr überzeugt. Sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Warum bringt das ihr Pech? Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Ja, ganz toll. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon. Aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, Brad wirkt nicht so angsteinflößend. Wisst ihr? Ich will auch keine Gruselgeschichte. So sicher. Ich weiß, es ist ein Horrorspiel. Ziemlich gruselig. Aber es muss nicht sein. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay. Irgendwas kommt gleich im Hintergrund. Das ist nur eine Ablenkung. Geschichte. Irgendwas kommt gleich im Hintergrund. Genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun. Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Klassiker. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Okay, die Frau ist scheinbar creepy. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Klassische Axtmörder. Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stücke mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank. Er ist drin. Er ist mit einer Axt. Die Tür. Der Leuchtturmwärter. Da ist ein Mann im Schrank, aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher, und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Nice! Ah. Ich wollte erst nice sagen, aber dann habe ich mich erschreckt und dann habe ich geschrien. Es tut mir leid. Ganz toll. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Ja. Yeah. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen. Das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heimat geht. Nein. Was für Regeln sind das denn? Mr. Alkoholiker, du wirst uns in den Tod bringen, wenn du so weitermachst. Vergiss es. Wo hast du das gelesen? Dann machen wir nicht mit. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Okay, es ist Nacht, wir schlafen. Irgendwas kommt.
ziemlich safe. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, weil es wirkt, als ob das der nächste größere Teil ist und ich will nicht, dass das ein stundenlanges Video wird, beenden wir es für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und falls ihr neu hier seid, abonniert den Kanal. Ich bringe jeden Tag neue Videos raus, im Normalfall 13 Uhr. Aber falls es mal zu einer anderen Zeit kommt, wenn ihr die Notifikationsglocke drückt, werdet ihr informiert. Der nächste Teil wirkt so, als ob das jetzt ein längeres Stück wirkt. Also, sorry dafür, dass ich es jetzt in einem spannenden Moment cutte, aber ich will nicht, dass es ein stundenlanges Video wird. Macht's gut, bis morgen. Ciao!